Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Orcs Must Die 3 in Kooperation mit Google Stadia. Hier eine kurze Erklärung, was das ist und wie es funktioniert. Stadia ist eine ganz neue Art, deine Lieblingsgames zu spielen. Und du brauchst dazu keine teure Konsole oder PC. Stadia streamt Spiele direkt von den Google-Rechenzentren auf deine Geräte. Das funktioniert wie das Streamen von Musik oder Filmen, nur mit hochwertigen Videospielen. Ich habe die Stadia-Seite jetzt auf meinem PC geöffnet und drücke hier auf das Play. Dann startet das und ich kann, ohne mir etwas runterladen zu müssen, direkt spielen. Und wenn ich dann keine Lust mehr habe, am PC zu spielen, kann ich mich einfach an meinen Fernseher setzen und mit dem Stadia-Controller weiterspielen. Schaut also gerne mal in die Videobeschreibung oder gebt den Link hier ein, um mehr zu erfahren. Danke natürlich auch an Google für die Kooperation. Bewertet den Part und viel Spaß! Also, wir befinden uns gerade in Orcs Must Die 3. Unten seht ihr die verschiedenen Fallen, die ich gerade ausgewählt habe. Das ist übrigens der Zombie, der ist eine sexy Lady. Hallo, na? Hallo, meine Süßen. Mach mal Rechtsklick. Ja, Eiszauber. Und ich habe hier diesen Bogen. Das kann man auch einstellen, wie man will. Jetzt habe ich das dabei. Und ich habe Gewehr. Ihr seht schon auf der Minimap, oben in der Mitte, dieses Tor. Haben wir nur ein Tor? Oder haben wir drei? Wir haben drei Tore. Wir haben drei Tore zum ersten Mal. Hier kommen jetzt die Orks raus und die wollen den Weg lang nach... Guck mal, ich kann fliegen. Wie kommt man denn da hoch? Ja, ich kann nur das hier. Die laufen hier irgendwie wie so aus. Die laufen so im Bogen. Ah ja. Oh, das ist ja ultra nice, warte. Ja, warte, ich gehe mal hoch. Hier, da müssen die rein. Und dann würden wir Leben verlieren. Und die Leben seht ihr da oben. Wir haben gerade 20. Was denn? Hast du eine Barrikade für mich? Ja, klar. Komm mal her, bitte. Du willst zumachen? Ja, klar. Okay. Jetzt gehen alle auf der linken Treppe hoch. Ach so. Sollen wir das jetzt alles auf einen Punkt konzentrieren schon? Ja, ne? Ja, sonst müssen wir halt zwei Seiten verteidigen. Okay. Also Zombie hat sich jetzt eher auf die Fallen konzentriert, die die Gegner wegschleudern. Und ich habe das hier... Was? Wie groß ist... Hä? Zeig mal. Ich dachte, es wird ganz anders aussehen. Da laufen die ja drüber. Oh, das ist ja richtig cool. So solche Kreising auf dem Boden. Wollen wir gucken, dass wir, dass ich mache noch weiter Barrikaden. Ich gebe mein ganzes Geld für Barrikaden aus, dass ich hier so diese Schräge noch zubaue, dass die hier so zwischen diesen Säulen langlaufen, dann kann ich die hier einfach ins Meer werfen. Ach, hier müssen die ja jetzt so 100% durch, ne? Ja, genau. Genau, das heißt, ich kann so machen. Achso, ja. Ja, genau. Alter. Achso, hier ist auch eine Krippe. Das hier macht's ja einfach. Das kostet 900. Bomben, die man runterfallen lassen kann. Oh. Hä? Wahrscheinlich dann einmalig? Einmalig, ja. Runde? Wahrscheinlich, ich denke einmalig, so für Notfälle. Ja, und diese ganzen Sachen kann man dann noch upgraden, die Elemente der verschiedenen Dinger verändern, verschiedene Waffen auswählen, verschiedene Helden auswählen und alles immer variieren, je nachdem, wie man Spaß dran hat. Kannst du den nicht nach da oben stellen? Hier? Dass der runterzielt? Das, ja, hier so stelle ich den hin, oder? Hier oben. Hä? Ach so, dass der runterschießt. Ja. Oh ja, was ist das denn? Okay, ich ruf. Okay, ich ruf auch. Start die Runde. Ich habe auch ein Windamulett, da kann ich pusten. Das habe ich nicht. Kommt her, Kinder. Jetzt machen die das Tor erstmal kaputt, das ist normal. Aber das war so teuer, Manu. Ja. Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Da sind sie, hallo. Und es gibt dann auch pro Map immer verschiedene Orks, die man dann mit den verschiedenen Elementen, je nachdem, effektiv oder weniger effektiv besiegen kann. Das ist ja eine Klippe. Ui. Ja. Was wo denn? Wo? Ach so, sind die da schon runtergefallen? Ja, ich wusste hier. Ja, mach mal. Ui. Oh, das ist ein neuer Gegner. Oh, das ja? Die kennen wir noch nicht, die Trolle. Diese Typen regenerieren sich, richtig? Ah, die heilen sich, okay. Ah, und da ist dann auch nochmal... Hä? Ach so, nee, okay, okay, an beiden Seiten ist das. Kannst du die mal durchkommen lassen? Ja, komm, komm mal, was ist denn da, hä? Lauf mal rein. Na komm. Ja, fein. Und? Oh, wie liegst du schnell gewesen? What? Okay, gut, dass ich Terfallen dabei habe. Also, ja, dann müssen wir es so bauen, dass die über die Länge laufen, anstatt über die Schräge. Ach so. Also, ja, das war auch eigentlich mein erster Gedanke, aber es hat sich so gut angeboten. Ja. Aber wenn viele drüber gehen, sollte das trotzdem gehen. Ah, warte. Und F, Bombe. Tja, hat sich gelohnt für den einen. Ja, klar. Ich wette, das regeneriert sich gleich nach der Runde. Okay. Da, guck mal, jetzt. Oh, nee. Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Ja. Warte, ich friere auch mal ein. Ah, perfekt. Dann kriegen die jetzt alle Schrot ab. Ja. Beim Bogenschützen geht's gut, mein Bogenschütze ist tot. Hä? Weil die anderen Bogenschützen, ja. Ja, die haben Armbrüste. Ach so, deswegen auch. Wir haben nämlich davor gesehen, dass wir die noch leveln können mit mehr Leben. Und das macht Sinn.
Ja, dann steche ich hier ab und zu später. Dann steche ich später hier ganz viele auf, aber erstmal kümmern wir uns um unsere Ecke. Ja, okay, dann mache ich das weg. Denn später sind dann wahrscheinlich eh alle drei Tore gleichzeitig aktiv. Dann ist es ja ultra cool, wenn die alle hier langkommen. Ja, aber ist ja echt blöd. Also ich muss jetzt... Kannst du mal hier links eine Barrikade? Zwei, drei Stück? Hast du so viel Geld? Oder hier, genau hier. Zwei kann ich höchstens aufstellen. Ich glaube, das Beste wäre halt, so zu machen. Genau, zwei Stück jetzt hier. Hier an den Anfang. Dass die auf jeden Fall den Weg durchgehen müssen. Ja, dass die alle da so schön durchlaufen. Ja. Ja, aber okay, jetzt laufen sie ja trotzdem eher hier lang und nicht... Also irgendwie ist es nicht ganz optimal. Mach mal, dass die hier lang laufen an der Ecke. Genau, weil dann kann ich... dann kommen sie garantiert vorbei und dann kann ich da meinen Schubser hinmachen. Ja gut, dann kann ich ja hier jetzt auch eine Barrikade hinstellen. Dann könnten wir später hier noch an der Reihe so eine Barrikade irgendwie da langziehen, dann würden die hier an der Klippe auch vorbeilaufen. Ja, und ich würde auch eigentlich gerne noch meinen Fleischwolf mal zeigen. Warte, hier, den habe ich nämlich auch. Da, wenn die dann rangesungen und ein bisschen weggelutscht. Genau, ich habe hier nochmal so eine Wurfplattform hingesetzt. Achso, ja. Ja, den nochmal so Richtung Klippe geworfen, hoffentlich. Na, lass dafür hier warten. Wo ist dein Fass, Manu? Ja, das regeneriert noch später, ne? Ah, das braucht ein paar Runden. Ja. Wo ist denn der Bogenschütze? Er ist einkaufen gegangen. Der holt seine Kumpels. Achso. Au! Die sind im Supermarkt. Oh, guck mal, wie sie nach rechts laufen. Hä? Und gleich merken sie, hey, das zu. Ja, warte, so. Die merken es gleich. Hä? Oh, das ist jetzt die okay. Die checken das dann erst, echt? Okay, dann drehen wir halt um. Wie geil ist das denn? Ich dachte, die wüssten das. Solche Trottel. Woher denn? Oh, hat mein Schubser geschubst? Ich dachte, das hat sich rumgesprungen. Mein Schubser hat bestimmt geschubst. Nee, dann, guck mal, die kommen da von ganz links. Der hat die auf jeden Fall weggeschubst. Yeah. Ach, der. Ach so. Ah, aber die fallen nicht runter. Ja, schade. Alles klar, natürlich. Ich habe einen Windgürtel. Ich sorge dafür, dass die runterfallen. Hilfe. Oh, okay. Da war ein Fetter. Ja, die Fernkampfwaffen sind schon cool. Da bin ich ein größerer Fan von als von irgendwie einem Hammer oder Dolchen. Ich finde es immer cool, wenn man so aktiv mitspielen kann bei solchen Tower-Defense-Sachen. Ich verstehe trotzdem nicht, wie man das hier optimieren soll. Ja, danke, das hat sich gelohnt. Ich habe einen Ort getötet. Genau, und unten links habt ihr vielleicht schon gecheckt, da seht ihr die Währung. Sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Ah ja, okay, wir haben es geschafft und jetzt kann ich vielleicht was anderes machen. Ja, jetzt kommt die Decken schleudern. Hä, Junge, was hast du denn alles? Ich bin der Schleudermaster. Ja, ich sehe schon. Frage, hält Thea länger? Also... Lol, was machst du da? Hier, du kannst deine Bahn jetzt da so schräg machen, hier in die Richtung, weißt du? Okay. Der hält nicht länger, aber man kann skillen, dass es länger hält. Ja, das wäre halt richtig gut hierfür. Ich kann hier einen Schubser hinmachen, der schubst sie dann wieder zurück. Ah ja, perfekt, ja, okay, geil. Du kannst es ja später dann weiter machen. Alter, wie viele Geräte wir jetzt hier haben. Ja, jetzt sind zwei neue Türen öffnen sich. Ah, cool. Dann profitieren wir jetzt erst richtig von der Taktik. Ich warte mal, bis die hier durchkommen und dann friere ich dir ein. Ja, ich schub so ein paar in der Klippe runter, weil es lustig ist. Whee. Mach das. Hallo. Hallo, sägst du durch, bitte? Hast gerade einmal. Ja, ja. Brauch ein bisschen, bis sich das regeneriert hat. Oh, ja, dann nochmal einfrieren. Hallo, Säge. Ah, jetzt, danke. Zack. Wie schon macht das Ding? Ja, keine Ahnung. Oh, meine Deckenschleuder, schau mal. Oh. Yo, mit das ist ja richtig stark. Ich weiß nicht, was ich von meinem Teil halten soll. Ich baue gleich 100 Deckenschleudern hier einfach rein. Das wird aber die Folterkammer. Ja, die scheint sehr stark zu sein. So, wenn jetzt einer durchkommt, wird er noch weggeschubst. Ja, und wuhu! Die großen kann man damit aber leider nicht wegschubsen. Das ist ein bisschen schade. Kann man upgraden, dass es geht. So viel Geld haben wir ja nicht. Ja, irgendwann mal, wenn wir genügend Orks besiegt haben. Ich find's so gut, wie sie einfach an diese rechte Barrikade gehen und dann so denken, oh, da ist jetzt zu. Ja, ich wusste das gar nicht, weil eigentlich haben sie das immer direkt gewusst. Die sind einfach so höflich. Was ist das? Nee, drehen sich da hinten immer noch um. Leute, Aridullis, ey. Weg. Ich brauch mein Upgrade-Geld. Schön in den Kopf und das war's. Wir haben's geschafft. Oh, 1300 nochmal bekommen, jawohl. So, was mache ich jetzt? Jetzt tun wir kurz die hier wegmachen und dann kann ich da eine Barrikade... Zerstörst du mein Zimmer. So, dann kann ich hier eine Barrikade noch hinmachen. Jetzt kannst du sie da in die Schräge setzen. Jetzt funktioniert der Schubser so? Auch erst. Ja, oder hier in die... So, in die Länge würde ich, hätte ich halt gemacht. Hier ist doch Platz bis hierhin. Okay, ja, perfekt. Und danach hier. Hast du Geld für eine Barrikade? Ich mache noch Barrikaden dann hier runter später. So in die Richtung, dass die hier ganz an der Wand langlaufen müssen. Achso, jetzt hatte ich erstmal so gedacht. Warte, so. Ich hoffe, das funktioniert. Damit meins halt am meisten benutzt wird. Ja, okay, sie laufen trotzdem durch. Ja, so, erstmal so können wir, ja. Ist das? Da ist was. Okay, dann packe ich hier einen Fleischwolf hin. Und noch
einen Deckenmampfer. Oh. Alter, ey, was eine Todesmaschine das ist. Leute, oh, ein paar Ratten. Na kommt. Der Ratten, deine Wandfallen sind richtig gut für Ratten, weil die keinen so Cooldown haben für ihren Schaden. Die schleudern hier einfach. Alter, das ist so ekelhaft brutal. Ja, aber das Blöde ist auch hier, ihr seht das vielleicht, den Gesundheitsbalken des Fleischwolfes. Und da muss er sich erstmal wieder erholen, bis er was macht. Aber ist ja klar, sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen sehr einfach, das Spiel. Weil die einfach alle wieder rausgekickt werden, wenn die da reinlaufen. Kommen die durch? Alter, nee, überhaupt gar nicht. Lass ihn mal durchlaufen, weil dann kommt ja der Schubser. Lass mal hier um die Ecke gehen, dass diese Bogenschützen... Ja, der Schubser hat geschubst. Wie der durchgewichst worden. Ja. Boah, wenn die ganze Decke damit voll ist. Boah, kommen da jetzt viele. Schau mal auf die Minimap, wie viele rote Punkte da schon sind. Und die großen touren gerade schon hier auf dem Teil rum. Oh, der wurde die zu uns rübergespült. Achso, ich habe genug Geld für Thea. Hier, einmal Thea dahin. So, drei Gegner sind noch. So, aber jetzt ist die Frage, was ist mit unseren Bogenschützen? Jetzt kann ich die ja langsam aufstellen. Ja, ich würde auch gerne mal gucken, was es bringt, die hier hinzupacken. Hier. So, stell die ja hier an die Ecke. Hier ist doch schön. Ja, aber da werden sie ja von den Leuten getroffen, die da drauf landen. Achso, ja. Weißt du? Okay, ja. Deswegen lieber ein bisschen Abstand hier. Aber du hast dich auch mitgenommen, ist ja cool. Ja. Dann stell du die auf. Falls irgendwie ein kleiner Ork noch überlebt, dann wird er halt jetzt hier einfach ins Meer geworfen. Ja, guck mal. Ja, oder halt so. Hier lang. Ah ja. Oh. Nein! Ach Mann. Na gut, dann start. Dann packe ich hier noch einen hin. So, dann habe ich zwei. Ja. Aber die werden es halt nicht überleben. Ich stand ja hier gerade auch und wurde von den Bogenschützen attackiert. Und dasselbe wird denen ja auch passieren. Ja, denke ich auch. Na guck mal, jetzt schießen die da rein. Aua. Ja. Au! Glaubst du, die kommen jetzt hier durch? Machen die Gutschaden? Ich kann mir das. Weiß ich nicht. Nee, machen echt wenig. Ja. Ja, okay, aber die Masse macht's dann. Die sind halt echt saugünstig. Die können halt immer treffen. Hier, ich pack noch einen hin. Ja, warte, bis die ganz fetten reingehen. Alter, das Drehen. Macht denn das Drehen auch gut Schaden? Ich glaube nämlich nicht. Kann sein, dass es nicht so Schaden macht. Oh. Und ja, das interessiert den wieder nicht. Ja, okay. Das ist halt echt blöd mit den großen. Oh, der haut deine Bogenschützen. Oh ja. Aber was passiert denn, wenn das kaputt geht? Boah, also, ist das viel eingefroren. Bekomme ich da mein Geld wieder oder ist es weg? Das habe ich halt bisher noch nicht gecheckt. Ja, die spawnen nach der Runde wieder. Ja, genau, wie das TNT, ne, da drüber. Hallo, da kommt ein Ort. Ja, ich weiß. Aua, aua, aua. Oh Gott, da hast du auch noch einen von mir. Ja, ist halt schon cool, wenn da so viele stehen und einfach reinballern. Ja, und sie scheint es auch recht zu überleben, was ich gar nicht gedacht hätte. Da ist einer. Ja, die zwei Stück. Weiße. Ey, Leute, da, eure Freunde sind alle tot. Okay, dann zeig mal, was machst du hier? Einfach hier. Ach so. Ist doch viel dünner. Ja, stimmt, lol. Trottel. Okay, und dann mache ich jetzt hier nochmal zwei davon. Zwei davon? Ach so, ja. Ja. Und sie gehen auch scheinbar zu 100% da lang. Also sie würden da keinen Umweg mehr gehen. Ja. Und dann mache ich da die Schub. Nein. Doch, keine. Doch. Nein, dann geh nur noch weg davon. Ja, und dann schubse ich die hier wieder hör zurück. Auf, mach mein Teil nicht kaputt. Dann pack hier wenigstens was Ordentliches hin, wie das da. Aber du könntest, hier, pack doch hier ein Wegschieße hin. Nach da. Nach draußen. Ich baue ein Trampolin direkt ins Portal. Warum willst du denn eigentlich die ganze Zeit helfen? Wäre aber auch geil. Stimmt, nach da unten. Einfach hier runter und dann kicken wir die da hoch. Ganz den weißen Punkte auf der Map. Ja, ich bin ready. Ja, warte. Hier noch einen hin. Ja, jetzt habe ich halt... Alter. Wenn die da durchkommen, ne? Dann verstehe ich gar nichts selbst mehr. Wenn sie weit kommen, kann ich sie immer noch mit Wind boosten, also. Ja, aber auch die großen? Alle drei Türen sind diesmal aktiv. Die großen leider nicht. Aber die können wir einfrieren. Aber wie viel die da noch erwartet. Da werden sie zurückgekickt, da werden sie in den Fleischwolf gedreht. Hier runtergeschmissen. Ja, was machst du denn da hinten, Zombie? Aua, Schaden kriege ich, komm mal zu ja, hier. Ja, komm mal, ja, hör auf die wegzulenken. Da fliegen ein paar Körperteile die Schlucht runter. Also die sind ja auch ein bisschen blöd, ne, dass sie sich darauf einlassen. Ein Orki. Na klar, erstmal eine Abkürzung nehmen, natürlich. Boah, schau mal auf die Minimap. Ja, lol, warte mal, ich guck mir das mal eben an. Da, ihr kleinen Trottel. Ne, hier geht's nicht lang. Oh ja, da kommt ein Fetti. Nö. Oh. So eine Leichenteile werden rot. Was kommt denn hierher gezwirbelt? Ganz viele Ork-Teile. Okay, aber ich kann mal nur, wenn ich möchte, hier so. Ja, yeah, ne? genau. Oh, der. Schafft der's? Oh, er wird theoretisch? Oh. Nee. Okay. Boah, Alter. Ja, deine Waffe ist da richtig sick. Ist schon die letzte Welle? Nee, eine kommt noch danach. Friere ich ein. Ja, bisher absolut kein Problem.
Stell dir vor, du spielst hier so, dass du echt alle drei Teile treffen möchtest. Also alle drei Tore zugleist das mit Kram. Wäre voll die Verschwendung. Guck mal, Manu, ich hab hier ein... Oh, dafür hab ich ihn gesetzt. Alter. Guck mal, ich hab hier einen Kumpel. Nicht schießen. Ah. Guck mal, der ist ganz verführt. Oh. Ey. Oh. Hab ihn angefahren. Oh. Ist hier runtergefallen. Gerettet. Ja. Ehre. Alter. Hast du noch genug Geld? Nee, ne? Nee, aber ich kann hier noch einen, falls ein Ohr hochkommt, wird der noch geschubst. Ja, wenn ich in der Runde nochmal Geld bekomme, dann mache ich das letzte Feld auch noch voll. Lass mich mal überlegen, was wäre denn sinnvoll? Wir können halt auch nochmal alles abreißen. Und dann? Wenn wir hier Barrikaden so schräg machen und dazwischen Barrikaden schräg machen, dann müssen alle hier außen langlaufen. So in den Boden, Alter. Um dann hier reinzukommen. Ja. Ja, komm, lass machen. Und scheiß doch drauf, lass alles verkaufen. Wir haben gesehen, dass es funktioniert. Jetzt haben wir den Leuten noch eine andere Methode. Da! Oh, lass die Bombe platzen, die Bombe ist wieder da. Ja. Sag ich doch, ich wusste es. Die ist zurückgekommen. So? Ja. Genau, jetzt müssen alle schon mal hier lang. Ja. Jetzt müssen wir noch dazwischen zumachen. So, und jetzt kommen alle hier an dieser Klippe lang. Alter, ja okay, aber hier werde ich jetzt mal meine Teile richtig nutzen. Ja, ich mach, so. ich mach die hier ran, ne? Ja. Die Schubser. Und dann mache ich hier einen Fleischwolf. Oh ja, was eine Idee. Komplett dran vorbeigelenkt, hier an den Rand. Müsste ja funktionieren, oder? Wenn das irgendwie nicht funktioniert. Dann sind wir tot. Nee, da haben wir trotzdem noch... Ja, unsere Zauber und so sind ja echt auch stark. Ja, die laufen da alle lang. Ja? Dann können wir uns jetzt hinstellen und dann sehen wir die Orks wegfliegen. Oh ja. Hui. Er hat nur leider Cooldown. Ja, die Großen sollten wir einfrieren, dass die nicht alles aktivieren. Ja. Hui. Oh, da bist du weg. Tschüss. Und jetzt der nächste. Zack, da ist er auf Futsch. Jetzt kommen die. Hui. Boah, wie viele da kommen. Guck dir das mal an. Und ja. Die kleine Ratte auch. Ja. Machen die jetzt Schaden, die Deckendinger? Ja, ja, klar. Dass sie Schaden machen, war klar, aber ich wusste halt nicht, wie viel. Ja. Oh, der eine hat jetzt aber alle aktiviert, leider. Ja, ist immer ein bisschen blöd. Ja, aber die kriegen ja Ultraschaden, die kommen ja nicht mal mehr durch jetzt. Da hinten werden sie immer noch weggepuncht. Ich brauche noch einen Wirbler hier drüben. Ja, da ist halt ultra sick, die Wand. Oh Gott. Ich führe euch alle ein. Hui, und nochmal. Oh, ich hab kein Mana, schade. Ja, da fehlt auf jeden Fall. Ja, du kannst hier noch zwei Deckendinger hinpacken. Mindestens. Ja, ich hab genügend Geld für zwei. Kannst du hier so? Ja. Oh nein. Ui. Oh Mann, schade. Oh, ist tot. Schade, dass mich das nicht treffen kann. Ui. Da fliegen sie. Oh, da kommt noch einer. Der will ja. Hinfahren. Oh. Was ist das? Ja. Oh, dab. Ja. Dance. So, und je nachdem, wie gut man dann war und auch wie schnell man war, denke ich mal, bekommt man hier diese Totenschädel. Ja, 4 von 5. Das geht. Ja. Und dann geht man hier rein und kann dann beispielsweise... Das Teil von ihm, wo ist es denn? Da, die Spaltsäge. Weil ich 50 Feinde damit umgebracht habe, mit einer einzigartigen Verbesserung noch ausrüsten. Wie verursacht Eisschaden oder verringert die Abklingzeit? Ah, ich kann bei meiner Stoßfalle machen, dass Gegner gestunt werden, wenn die weggeschubst werden noch dazu. Ah. Oh, was kann denn der Deckenwirbler? Oh ja, erhöht guck mal die nach. Dauer, erhöht die Rückstoßkraft und erhöht Schaden. Ah. Die drei Sachen können cool. Ich spielen. Okay. Übrigens, kleiner Funfact noch am Ende, wir haben das Spiel danach durchgespielt und hatten viel Spaß dabei. Falls ihr jetzt auch Spaß haben wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung, da ist Stadia und Zombie verlinkt. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.